So Freunde, geht's euch gut? Willkommen zu einem neuen Skylanders Unboxing Video. Und ihr habt oben im Titel schon gelesen, Nitro Freezeblade. Jetzt fragen sich einmal, wie Freezeblade? Ja Freunde, Freezeblade und zwar in der Nitro Version. Gibt es nur bei Amazon. Und ja, ich hau euch mal sofort unten in der Beschreibung den Link rein, wenn ihr Freezeblade dann auch schon haben wollt. Ja, jetzt fragen sich einige, warum packe ich den aus? Ich werde euch das ganz klar mal zeigen. Ich habe den so zugeschickt bekommen. Ja, ich war voller Vorfreude, dachte so, endlich mal wieder eine neue Skylanders-Figur. Jetzt geht's wieder los. Ja, ne, und dann war die Figur ausgepackt. Eigentlich wollte ich mich beschweren, wollte die zurückschicken. Aber dann dachte ich so, wisst ihr was? Komm, ne, wenn die schon ausgepackt ist, dann machst du direkt ein Unboxing vernünftiges. Und ja, dann kann ich den natürlich auch swappen, ne. Und ja, dachte ich, ist in Ordnung, dann lässt er das so, passt, ne. So, ja, Freunde, Nitro Freezeblade. Endlich ist es soweit, endlich kommen die neuen Swap Skylanders raus. Jetzt haben wir Freezeblade vom Element Wasser. Und zum Vergleich, jetzt gleich habe ich mal den Nitro Magna Charge mitgebracht, wegen der Farbe und so wollte ich mal gucken. Wenn ihr hier irgendwas krabbeln hört, dann... Ja, für die... Ach so, habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ne? Ja, das ist das Geburtstagsgeschenk für meine Tochter. Jetzt war erst im April Geburtstag, aber trotzdem... hat sie einen Hund gekriegt, ne? So nur mal eben nebenbei. Ja, also Freunde, Unboxing, Freezeblade. Und ich mache das auch ganz voll langsam, weil ich versuche das dann die Packung wieder vernünftig zu kleben. So, dann haben wir hier diese Wertekarte, die natürlich gar nichts mit den Werten im Spiel für diese Figur zu tun hat. Aber trotzdem, Freunde, lese ich euch die einmal vor. Stärke 140 von 200. Verteidigung 75, 200, Geschwindigkeit 200 von 200, also maximal. Und Glück 85 von 200. Ja, Freezeblade ist ja einer, der auf Schlittschuhen läuft. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ah, komm raus hier. Ja. Aber da finde ich gut, dass die so fest da drin sind. Ne, dann passt das schon. So. Da haben wir ihn. Also, Freunde, Nitro Freezeblade, so sieht er aus. Dieses Gold ist nicht ganz so glatt wie das oder nicht ganz, auch nicht ganz so goldig wie das hier. Ihr könnt es hier vielleicht sehen. Und das Gold beim Nitro Freezeblade, das hat so eine Struktur drin. So ganz, ganz kleine Punkte. Vorne noch so viereckige weiße Kästchen, was hinten auch zu sehen ist. Und ja, hier unten seht ihr es, dort sind seine Schlittschuhe. Ja, so sieht das aus. Ne? Oben finde ich gut, dass dieses, ich gehe mal von aus, dass die Haare und alles, dass das so aus Eis ist, ist richtig geil durchsichtig. Also das sieht wirklich hammergeil aus. Optisch muss ich sagen, ist Freezeblade, ich sage jetzt mal Freezeblade im Allgemeinen, wirklich eine richtig coole Figur. Finde ich sehr gut und ja, ne, ich würde sagen, wenn wir schon mal hier haben, swappen wir mal. Jetzt haben wir Nitro Freeze Charge, sieht so aus. Und dann haben wir Nitro Magna Blade. Jetzt muss ich mal eben nachgucken. Ha, so sieht er aus. Ja, ne, Freunde, das Skill-Video schaffe ich wohl erst morgen. Werde ich aber, ich versuche es heute noch zu machen. Ja, komm her, ich helfe dir runter. Komm, 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 komm. So, hier, geh mit der anderen spielen. Entschuldigung. So. Ja, also das Skill-Video, wie gesagt, werde ich morgen versuchen hinzubekommen. Ich werde das heute machen und dann morgen versuchen hochzuladen. Hier muss ich sagen, unterm Arm ist auch schon wieder nicht richtig gemalt. Na, mal gucken, ne? Mal gucken. Also Freunde, wie gesagt, Freezeblade ist jetzt raus in der Nitro Wear Special Edition. Wenn ihr ihn auch haben wollt, dann unten in der Beschreibung, ne, einfach auf den Link klicken, dann kommt ihr direkt nach Amazon. Könnt ihr dann direkt kaufen, weil ich muss euch sagen, ich weiß gar nicht, wie lange diese Figur auch zu haben sein wird. Wer weiß das, wenn das so ist wie mit Scarlet Ninjini, ist die, zack, zack, ist die weg. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß es aber nicht. Also ich kann euch nur raten, holt euch die Figur auf jeden Fall. Ich bin froh, sie zu haben, weil die ist wirklich richtig gut. Und jetzt, Freunde, in dem Sinne bin ich raus. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Einschauen, Zuhören, alles andere auch. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass ich das morgen hinkriege mit dem Skill-Video. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal.